Hallöchen, hallöchen, meine Freunde der guten Unterhaltung. Ich bin's wieder, Lars Pro von den Trash Gamers und heiße euch recht herzlich willkommen zum 22. Türchen in unserem Advents-Overwatch-Kalender. Und sobald das jetzt hier mal fertig geladen hat, springen wir auch schon ganz kribbelig rein. Ich bin schon total aufgeregt und gespannt. Und warum zum Teufel ist da Last Prophet online? Wer ist mit meinem Main-Account gerade hier online? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht ist es aber auch mein Handy. Augenmoment kurz, da muss ich gerade mal gucken. Vielleicht bin ich mit meinem Handy, ja. Es kann ja noch sein, dass das hier noch so an ist. Oh ja, Code falsch. Code, ja, alles nur mit Code hier. Gucken wir mal. Ach ja, tatsächlich, läuft, siehst du mal. Gut, so, dann schließen wir mal hier die ganzen Smartphone-Fenster, ja. So, ratatatzonk, alles klar. So. Also wer das noch nicht gemerkt hat, ich habe auch jetzt eine Facebook-Seite, ich habe mich dazu selbst breitgeschlagen, mal doch auf Facebook vielleicht nur, also ihr braucht mich selbst nicht adden als Freund, so, weil da habe ich gerade mal 5 Leute und selbst das sind ganz enge Zockerkollegen, ja. Ich habe ja damals meinen Account bei Facebook, den habe ich ja dann deleted, so, weil ich da keine Lust mehr drauf hatte auf Facebook. Aber ich denke mal so rein von den Informationsarten her lauft ihr doch ganz gut, wenn ihr vielleicht immer mal, wenn ihr mir auf Facebook folgt, und irgendwann mache ich dann vielleicht auch mal ein paar Posts, so, ja, wenn es dann irgendwie was Wichtiges gibt, was announced wird, und ja, könnt ihr mal auf Facebook vorbeigucken. So, haben wir jetzt auf jeden Fall auch, haben wir auf jeden Fall jetzt auch mal das Organisatorische geklärt. Hier sehr schön zu sehen, wir haben hier einen Aimbotter, ja. Anhand der komischen Kameraführung hat man das ganz am Anfang schon gemerkt. Wie die Kamera hin und her gesprungen ist, da hat er den Trigger kurz angehabt, hat gesagt, wo sind sie dann? Und direkt wieder weggeguckt, ja, also so instant auf den Kopf drauf, da haben wir es auch schon wieder. Zack, bumm, hey, Shadshot. So, und da guckt das Fadenkreuz, es ist instant drauf, sobald einer gesehen wird. Zack, ratatatzonk, das war einfach rein da. Weißt du, Kerngedanke, Headshot. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, ich Vollarsch, ja, mein Mikrofon stellt sich immer um. Immer bei jedem PC-Neustart ist mein Mikrofon wieder bei einem Pegel von 100%. Und das hat das bewirkt beim vorletzten Overwatch, glaube ich, dass es so krass übersteuert hat. Ich hoffe mal, ich muss jetzt ein bisschen leiser reden, ja. Und dann kann ich ja hier auch ein bisschen... Ist ja eigentlich wurscht, Leute. Ich muss hier gar nichts mehr analysieren. Der Typ hat kein Wallhack, aber der hat einen Triggerbot an vom Allerfeinsten, ja. Der hat einen schönen Aimbot, der am Laufen hier. Und den drücken wir ihm auch mal direkt rein, ja. Also dann am Ende. Kann ich ja vielleicht noch ein paar organisatorische Sachen klären? Organisatorische Sachen in dem Sinne von, ja, ich habe ja einen Twitter-Account, darauf könnt ihr mir folgen. Ich habe einen Twitch-Account. Streamen tue ich in letzter Zeit oder momentan noch nicht. Ich habe ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, irgendwie Videos auf YouTube hochzuladen, habe ich mal ein bisschen gestreamt, so für mich alleine, ja. Ich glaube, das meiste, was ich mal hatte, waren 40 Zuschauer, ja. Fand ich eigentlich auch ganz cool, ja. Schlecht war es ja nicht. Ist jetzt aber nicht so, dass ich dass ich sagen kann, dass das will ich auf jeden Fall beruflich machen, zumindest jetzt noch nicht. Ja, aber wie gesagt, ich hab einen Twitter-Account, ich habe einen Twitch-Account, Instagram bin ich sogar auch, aber ihr könnt euch sicherlich denken, ich war vorher eine ganze Zeit lang nicht auf Facebook und hab's auch überhaupt nicht vermisst, Leute. Ohne Spaß, ich hab's nicht vermisst, aber rein informativ, so ist das schon gar nicht so schlecht, Facebook, ja. Twitter-Account, da könnt ihr mir drauf folgen. Ich habe ja hier YouTube natürlich, ne? Wenn euch das gefällt, hier die Overwatches und vielleicht auch meine anderen Gameplays, die ich habe ja schon ein paar Dinge hier abgewickelt, ja, dann könnt ihr ja mal meinen Kanal abonnieren, wenn ihr das möchtet. Ihr müsst es nicht, es ist auf keinen Fall ein Zwang, ja, in keinster Weise. Aber könnt ihr natürlich, ne? Ich meine, ihr unterstützt mich da damit ja auch, ne? Ihr zeigt mir, dass ihr das toll findet, was ich mache, und wollt vielleicht auch ein bisschen mehr sehen. Wie gesagt, ihr feiert mich und ich feiere euch. So ist das hier auf YouTube, ne? Also so ein Quid pro quo, Quietschbuck. Ja, die eine Hand wäscht die andere, wisst schon was. So, ja, also wie gesagt, zum Gameplay hier kann man eigentlich gar nicht mehr so viel sagen, weil
Es ist einfach einer, der hat wieder, der hat wieder, was weiß ich, der hat irgendwas zwischen den Beinen und man kann es nicht so genau definieren, ob Männlein oder Weiblein. Es ist wieder so einer, der zu Hause zu wenig gedrückt worden ist. Oder vielleicht zu viel gedrückt worden ist, und zwar mit dem Kopf gegen die Heizung. Das kann man natürlich so, man weiß es nicht, ja. Ich kann es ja nicht beurteilen, aber ich verstehe auch nicht, das ist ja so, immer wenn wir einen Cheater haben, kommt dieses Gestottere von mir mit ich und ich kann halt absolut das nicht verstehen, ja. Warum macht man sowas? Wo ist der eigene Spaß dran, ja? Ich meine, haben die Leute zu viel Geld, ja? Droht uns eine Inflation? Das ist die Frage, das ist die Kernfrage hier. Haben die Leute zu viel Geld, um sich einfach sinnlos irgendwelche Counter-Strike-Accounts zu kaufen für 7, 8, teilweise 13 Euro, ja? Haben die Leute zu viel Geld, damit die hier auf den Accounts cheaten können, ja? Wir hatten ja letztens sogar einen Cheater gehabt, der hatte Knife-Skin gehabt für 300 oder was Tacken, ja? Wobei ich da mal ja auch mal sagen muss, die Knife-Skins, die Preise, das ist sowieso alles ein bisschen utopisch. Ich habe ja knapp 4000 Stunden Dota 2 gespielt und habe damals auch da so auf dem Steam-Markt immer mal geguckt wegen den Items. Und Bunny Hop Skript habt ihr auch. Toll, können wir auch Skripten, externe Dings ankreiden. Oder auch nicht? Ach egal, ich gebe mir einfach externe Dings. Wo war ich denn jetzt stehen geblieben? Verdammt. Wenn ich mir die Aufnahme dann nochmal angucke, weiß ich wieder, wo ich war. Und dann fällt mir wieder ein, was ich noch sagen wollte. Warte mal, jetzt muss ich erstmal überlegen. Wo war ich denn gerade? Das ist, ja, dass die Leute hier zu viel Geld, dass die Leute sich sinnlos... Ja, stimmt, wir hatten ja den gehabt. Ja, die Preise, ganz genau. Dota 2. So, jetzt kommt wieder alles. Es ist unglaublich, oder? Wie schnell das kommt. Dota 2 habe ich ja auch sehr, sehr lange gespielt und habe da auch mal ein bisschen so im Steam-Market geguckt und habe damals da schon gedacht, die Preise für gewisse Items sind ja utopisch. So, und dann fängst du mit CSGO an, ja, und denkst dir, Alter, haben diese noch all? Ja, also, es ist schon lustig, was die Preise so bei CSGO gab es ja früher, bei 1.6 gab es das nicht, bei Counter-Strike Source gab es so viele Fans auch nicht mit Skins, ja, und bei Day of Defeat Source, was ich damals ja wirklich Bundesliga gespielt habe, gab es das ja schon dreimal nicht, so ein Schwachsinn, ne, das ist ja auch klar, weil war ja auch eine Counter-Strike Source, beziehungsweise eine Half-Life 2 Source Mod gewesen, so, ist das richtig. So, externe machen wir, Griefen machen wir auch, wisst ihr was, ich habe heute einen guten Tag, wir geben ihnen 3 von 4 Punkten. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Hat er einen schönen Tag gehabt und sein Account ist auf jeden Fall ciao, ciao, haust rein, mach's gut. Und auch ich sage jetzt haust rein, mach's gut. Und zwar wünsche ich euch einen wunderschönen Dienstag, ja, 22. Dezember, morgen. Nur noch 2 Tage, morgen noch einmal und am 24. sehen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder im Adventswatch. Ich freue mich auf euch und sage, macht's gut, haut rein, viel Spaß noch, euer Last Prophet. Macht's gut, ciao, haut rein, viel Spaß noch, euer Last Prophet. Macht's gut.